Was auch Leute, hier ist wieder Draklinus zurück mit Let's Play Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. In diesem Part werden wir uns mal dem extremen Schwierigkeitsgrad der Ground Zeroes Mission zuwenden und versuchen, alle Xoff-Embleme zu sammeln. Ich hoffe, es gelingt. Ansonsten bleibt danach nur noch die Déjà-vu-Mission auf Normal und auf Extrem zu machen, die ich hier damit freischalte, und der anderen vier Nebenmissionen auch nochmal alle auf Extrem zu machen. Und dann werde ich diesem Let's Play erstmal einen Abschluss geben, bis Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain rauskommt. Das ist jedenfalls das Ziel. Was die Cutscene allerdings angeht, die hatten wir ja am Anfang. Die können wir ruhig überspringen. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. Gut, es ist nicht mehr da. We had no more than a dozen guys at Barranquilla. Some of them with barely enough gear to protect themselves. Now here we are, not one year later, over 300 men strong. But the way I see it, this is still our zero hour. Once this mission's behind us, I want to pitch you some ideas about expansion. Okay. What do you see? Press the call button to get more intel. Hier sind sehr viel mehr Leute, so viel merke ich schon. Das wird schwer. Ist dort hinten irgendwo jemand? Ich gucke mal. Wenn ich in der Ground Zero Mission unterwegs war, bin ich zum Beispiel nach rechts gelaufen und habe da zum Beispiel nichts gefunden. Dieses Mal will ich das ein bisschen anders machen und mich sogar ein bisschen weiter links halten. Vielleicht finde ich da was. Kann man eigentlich von Weitem was sehen, wenn da irgendwo was ist? Das bezweifle ich eher. Ich glaube, die werden bloß in einer bestimmten Weite auftauchen. Ich weiß nicht. Generell sind mir Enemy-Poppings so ein bisschen aufgefallen in den letzten Parts. Was ich nicht schlimm finde. Mich stört sowas sowieso generell nicht. Naja. Wir haben eine Nachtmission. If you do that holding the dash button, you'll move faster. Keep low. You can check the controls on the pause screen. So, ich werde den wieder ausschalten, aber ich habe das Gefühl, auf der Schwierigkeit extrem werden die schneller aufwachen. Müssen mal gucken, wie wir das machen können. Er sieht mich. Das ist schon mal anders. Auf Normal hätten sie mich nicht gesehen. Hey, look over there. Sie kommunizieren? Got it. Let me check it out. Der dort? Sie werden einschlafen. Nur wann? Lass mich den da taggen in der Zwischenzeit. Also ich sehe schon den Unterschied zu von extrem zu normal. Ich habe keine Waffe. Okay, ich sehe es schon. Extrem ist wirklich... Wow, das wird schwer. Meine Schuss sind schon fast alle aufgebraucht. Möchte ich an dieser Stelle sagen. Und ich werde auch weniger aushalten. Ich werde mich zu dir hochmausern. Ach, du bist eingeschlafen. Dann kann ich das doch nutzen. Ich brauche sowieso eine Waffe. Werdet geblendet. Autsch. Irgendwie muss ich mich ja wehren. Ich kann hier nichts nachladen. Das ist sowieso das nächste. Wow. Extrem fällt aber sofort.
Aber auf Extrem will ich es schaffen, egal wie. Das ist mein Ziel. Nun, das war super. Ja, tolles Zeitparadoxon. Gut, ich will also gar nicht erst in den Superscheinwerfer geraten. Das ist super. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Oh ja. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. What do you see? Press the call button to get more intel. Dieses Mal werden wir auf den warten, sodass er mich bloß nicht entdeckt. Oh Mann. Ich habe den Schwierigkeitsunterschied mitbekommen. Und das wird schwer. Green Berets, Seals. Those ain't no Jarhead birds, I can tell you that. Some paramilitary setup? Well, some of the guys are saying. You know what? Best we just drop us, right? Sure. Ich hätte gern mitgehört. Na gucken, wie geht er da schnell? Er bleibt dort. Wenn er dort ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei 7 Sekunden ist er in einer gefährlichen Reichweite. Und dort will ich hier hin an diese Felsspalte. Das bedeutet, das ist die Zeit, die ich habe, sobald er drüben ist. Ich weiß nicht, wie er auf Geräusche und so weiter reagieren wird, aber ich will ihn lieber so ausschalten, wie ich es bisher immer gepflegt habe. Keep low. You can check the controls on the pause screen. To climb an obstacle, press the action button. Hm. So, von hier aus werde ich erstmal weitere Feinde taggen, bevor ich noch irgendwas anderes mache. There's a guard up there. If you're going to eliminate him, use a gun. Er wäre vielleicht doch sicherer, ne? Wenn ich ihn ausnocke, dann wird er sowieso bald aufwachen. Das ist eigentlich ein sehr nützlicher Hinweis von Cass, den ich bisher immer pfleglich ignoriert habe. Der Suchscheinwerfer wird sofort nach oben gerichtet. Wird das die Position verraten? Das könnte sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie ab dieser Schwierigkeitsstufe auch noch darauf achten werden. Fahrzeugpatrouillen, das ist auch neu. Aber immerhin gescannt. Na komm schon, die kriege ich auch noch. Weiß ich doch, Cass. Weiß ich doch. Mensch, ich spiele das jetzt hier nicht zum ersten Mal, auch wenn ich so aussehe. Auch wenn ich so spiele. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. Take a good look at the enemy through your binoculars, and you can mark him. Marked enemies can be sensed when nearby, even if there's a wall between you and them. But it only works if you stop and take the time to focus your attention. This helps you maintain situational awareness. Try it. Machen wir, machen wir, machen wir. Wir sind ja ehrlich gesagt sogar schon dabei, das zu machen. Aber für den ersten Moment will ich dorthin, wo die beiden Wachen sind, weil dort, wie gesagt, das hier die Gegend, wo ich noch gar nicht gewesen bin. Und bumm, mit dem Kopf dagegen. Und au. Hm. Nun gut, das ging gut. Das Rollen ist definitiv hilfreich, was sowas angeht. So, die beiden da unten will ich natürlich ausnocken. Es wurde gespeichert. Immerhin habe ich diesen Fortschritt schon mal. Vielleicht haben die auch irgendwie Minen aufgebaut bei dieser Schwierigkeitsstufe. Kann sein. Da oben ist hier noch einer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Sie sehen mich. Doch, ich treffe dich doch. Es gibt da jemanden, den ich gerade mal erledigen muss.
dann werde ich so langsam in das Gebiet einfallen, wo ich bin. Wie gesagt, ich will es einfach nur irgendwie schaffen, diese Mission. Egal mit welchen Mitteln. Kreativität ist gerne gefragt. Kreativität und nicht der Humboldtschirm. Oh. Naja. Hat noch geklappt. So. Der wird nicht lange durchhalten. Nicht die Leiche! Das ist ein bisschen nachteilhaft gerade. Ich will die Waffe. Ich krieg die Waffe nicht. Ich sterbe. Okay, das haben wir in den Griff gekriegt irgendwie. So, hier irgendwo. Vielleicht ein Xoth-Emblem? Zwischen den Zelten? Irgendwo? Hm. Muss die Wache hin? Xoth-Emblem! Hier auf dem Fass? Im Eimer? Das wird eine 30-Part-Suche, Leute. Ich habe doch keine Ahnung, wo diese Scheiß-Embleme sein sollen. Ich sehe hier nichts. Doch, ich sehe da was. The fuck? Vielleicht wird es doch keine 30-Part-Suche. Soll das heißen, hier könnt ihr überall sein? Hm. Ich weiß noch zwei Orte, wo ich mir gut vorstellen kann. Ich kann mir vorstellen, beim Helipad ist irgendwie einer aus dem Hubschrauber noch gefallen. Oder hingeweht worden. Und dass einer im Gefangenenlager bei Chico hinten ist. Oh. Alles clear. Wenn ich es schaffe, jetzt bedeckt zu bleiben, dann bin ich stolz auf mich. Könnt ihr das Auto nochmal benutzen? Oh, oh. Wo ist er hin? Er ist nicht dazwischen. Ich muss ins Waffenlager. Ich muss mir irgendwie eine Waffe besorgen. Natürlich. Hm, das hilft mir eigentlich ganz gut. Ich bin nur zu langsam. Ich bin zu lahm, was das angeht. Bin zu ungeaimt. Wir sind zu viele. CP, this is Delta 1. Search complete. No sign of hostiles. Over. This is CP. Understood. Stay alert. Don't let them get the drop on you. Out. Sieht ein bisschen zu spät aus, was das angeht. Dafür brauche ich all meine Munition. So, und wenn ich jetzt noch eine Waffe kriege. Wobei ich nicht weiß, ob ich sie brauche. Kann ich auf jeden Fall für gute Sachen sorgen. Was ist denn das hier eigentlich? Magazin. Das nehme ich doch gerne. Warte mal. Aber da hinten ist jemand. Was habe ich denn? Ich habe nur das Magazin. Die schlafen dort alle. Ich will sie ausschalten und ich will eine Art Ablenkungsmanöver. Das bedeutet, ich schleiche mich hier rein. Und kriege hier vielleicht irgendwas Explosives, was ich zünden kann. Na bitte. C4. You got explosives. You have enough power to destroy their anti-air defenses or vehicles. Alle Waffenbeschaffung vor Ort. Im Extrem. Das ist auch super. So, dann würde ich sagen... Natürlich wacht er auf. Genau davor hatte ich Angst.
Dann wird er mich sehen. Aber er wird hochgehen. Und er ist auf der anderen Seite. Das ist gut genug. Zwei sind verschwunden, wie es aussieht. Oder einer. Na gut, offenbar ist einer weg, der hier ganz außen lag. Ich weiß nicht. So, ich würde mal sagen, das hat einige ausgeschaltet. Und den Verdacht von meinen eben Gesehenen abgelenkt. Gut, dieser Turm hier ist also unbemannt. Und die Leute werden sich dort hinten tummeln, was tatsächlich der Fall ist. Aber sie werden nur einen Leichenhaufen finden. Einer schläft. Ja, irgendwie ist hier eins nicht hochgegangen. Was mit dem da oben ist, weiß ich nicht. Der ist wahrscheinlich nie aufgewacht. So. Viel Glück dabei. Ich werde euch irgendwann unterstützen. Wer weiß. Ich brauche echt neue. Ich habe nur noch 8. Meine letzten 8 Schuss. Ich muss einfach nur aus seinem Suchscheinwerfer raus. Dann wird's schon gehen. Ich hätte auch die Abwehrstellung ausschalten können. Aber ich glaube, einen Helikopter kann ich sowieso jederzeit rufen. Kann es sein, dass alles hier runtergeweht wurde? Ich glaube, wenn, dann würde ich es sehen, oder? Aber ich sehe nichts. So, das haben wir gescannt. Nur für den Fall, dass sich jemand reinsetzt. Habe ich trotzdem immer noch die Lokalisation davon? Hier ist es zu hell. Alles normal, schön und gut, aber das hilft mir nicht. 7 Schuss. Es wird nichts Gutes. Natürlich. Weißt du was? Bleib doch. Ah, der ist einfach weg. Ist der aufgewacht und aufgestanden oder was ist los? Manchmal verschwinden die Leute, die ich betäube. Sind das irgendwie Verstärkungstruppen, die ich dann nur ausgeschaltet habe? Muss irgendwie überleben. Hier wollte ich hin. Hier könnte ein Emblem sein, denke ich. Du wirst mich nicht erschießen, hörst du? Okay, erstmal ein bisschen da liegen. Und dann die Gegend abscannen. Vielleicht sehe ich ja was. Smooth gedreht, Backboss. Smooth gedreht. So viel weiß ich. Nur wie sieht es mit anderem Zeug aus? Na komm schon. Ah! Das ist doch nicht wahr! Ich habe mich selbst in die Luft gesprengt! Ich dachte, der wirft das weg. Zeitparadoxon. Die Frage ist, wo bin ich jetzt? Extrem ist extrem. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Head for the old prison. You'll find the targets there. Niemand ist tot. Bei dem Stand bin ich also. Das schafft mir mal ein paar Schuss.
Wenigstens diesen Bonus habe ich jetzt. Das Suchlicht da auf der linken Seite ist kaputt. Das habe ich gar nicht bemerkt. Wahrscheinlich irgendwie kaputt geschossen zu haben, oder? Irgendwie ging das gerade nicht mit dem Drehen. Das ist auch irgendwie besser gehandelt gewesen in Metal Gear Solid 4 mit dem Drehen, fand ich. Was die Steuerung angeht. Aber das ist nun mal so nebenbei. Okay. Was haben wir denn eigentlich alles? Android, habe ich hier irgendwelche neuen Kassetten? Nein, die Chico 3 fehlt wieder, weil ich die ja ansammeln muss im Laufe der Story. Warte mal. Der Helikopter. Ja, die ist eingesetzt. Der ist noch gescannt. Der sieht einen aber ziemlich leicht. Muss man schon sagen. Wobei, so sollte es eigentlich sein. Von jedem normalen Menschen würde ich erwarten, dass er mich sieht, wenn ich dort lang krieche. Man könnte sagen, er hat die normalste Auffassungsgabe der Welt. Those tranquilizer rounds are only good for putting your target to sleep. They won't help you break anything. Dann habe ich also den Scheinwerfer getroffen. Ratte. Kann ich die betäuben? Feind hat das Gebiet verlassen. Einer weniger. Wahrscheinlich ein Patrouillen-Jeep. Oder irgendwie sowas. Ich treffe nicht. Wieso treffe ich nicht? Ich weiß nicht, wie die Pfeile absenken. Der bewegt sich zu heftig. Der bewegt sich viel zu heftig. Kannst du mal aufhören? Vor allem geht er nicht hinter dem Scheinwerfer weg. Der sieht mich, oder? So, dann schläfst du wenigstens irgendwann ein. Ich will doch nur zum Gefangenenlager und du bist das Einzige, was gerade zwischen mir und dem Ding steht. Ich setze auch Gewalt ein, wenn es sein muss. Hier. Hab ein bisschen Ablenkung. Du sendest eine eigene Unit dafür? Ah. Gut so. Gut so. So kann man es auch machen. Spit it out. Lässt sich einrichten. Aber ich lasse dich da einfach mal liegen. Einfach nur, um zu testen, ob die Gegner nach einer Zeit wieder aufstehen werden. Das weiß ich nämlich gar nicht. Bisher war es ja eher so, dass es geschah, dass die Gegner dann aufstehen werden nach einer Zeit. Mal gucken, was haben wir da noch. Da ganz hinten scheint gar nichts zu sein. Ja, da muss ich nach einer Zeit auch noch rein. Bis jetzt bleibt er ja liegen. Metal Gear Solid 3 haben sie sich ja nach einer Zeit aufgerichtet und so sind dann weitergelaufen und haben vor allen Dingen Alarm geschlagen dann. Deswegen habe ich das so gerne gemacht.
die da lassen. So, das ist doch gut. Wenigstens ein bisschen Munition dafür. Und guck mal, wen wir da haben. Hab dich getroffen. Komm. Nicht? Ein Glück, dass ich unendlich davon habe. Muss mir meine Munition hier nicht mit zurechtschießen. Wäre aber auch ein bisschen nachteilhaft hier in diesem Camp, wo mich doch jeder hören kann sofort. So, die Frage ist, wenn hier ein Xoth-Emblem wäre, wo wäre es dann? Den aus dem Weg mag ich. That's the old prison area. The targets are there. Ich schätze mal am Eingang und in einer Gefängniszellenwand. Ich kann ja mal beides checken. Den treffe ich niemals. Ich nehme die Entfernung und... Wow. So schön ist das aber nicht mit der Entfernungsberechnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das mache. Das trifft auf jeden Fall. Hier kann ich auch an dem Wellblech vorbei, oder? Nein, geht schon nicht mehr. Der Linke wird auf jeden Fall einschlafen, irgendwann. Wenn ich den anderen auch noch erwische, dann kann ich mich frei bewegen. Etwa sein Fuß maximal. Es ist immer noch ein zu kleines Fenster. Gut. Das ist Nummer 2. Der hat den anderen bemerkt. Getroffen. Nochmal. Gut so. Damit kann die Suche beginnen. Ist da hinten jemand? Kann ich die eigentlich vielleicht besser sehen mit Nachtsicht? Kann das sein? Wenn hier was ist, versteht sich. Erstmal reingucken. Vielleicht ist dort Young Xoth-Emblem. Und selbst wenn nicht, dann ist er immer noch Chico. Da ist hier irgendwas. Irgendwo. Irgendwo, irgendwie, irgendwo, irgendwas. Eyes open, Boss. Ist da wer? Er wacht auf, oder? Er wacht auf. Natürlich wacht er auf. Wenn der hier als erstes aufwacht, dann habe ich für den ja schon mal eine Überraschung. Ich sehe hier aber nichts. Hier könnte ein Emblem sein, weil die ja am Anfang hier gewesen sind. Deswegen dachte ich das vielleicht. Ja, vielleicht ja doch drin. Zwar, wenn ich den jetzt erschieße, wird der andere Alarm schlagen und das hören. Deswegen, ich hoffe auf die friedvollere Lösung. Wie lange schläft der hier eigentlich? Na komm, ich will dich hinlegen. Der andere liegt wahrscheinlich noch da, ha? Huh? Ach, schade. Ich dachte, jetzt wachst du auf. Xoth-Emblem, Xoth-Emblem, wenn ich schon mal dabei bin. Irgendwo hier vielleicht, auf einer Kiste oder so. Ich habe generell nicht auf Gegenständen, sondern nur auf Boden und so weiter geguckt, was Xoth-Emblem und so weiter angeht. Okay.
Was den anderen angeht, konnte ich jetzt nicht viel machen. Natürlich hat er es gesehen. Na? Komm schon. Dich kriege ich doch mit Leichtigkeit. Gut, ist die Frage. Das ging ja super schief, weil die beide gleichzeitig aufgewacht sind. Aber das dürfte nicht sein. Ich habe die doch beide nacheinander betäubt. Dann schläft der eine, bei dem ich bin, so unglaublich lange und der andere gar nicht. Na, mal gucken. Oh ja, fall hin. Ein Jeep oder was? Was war das? Irgendwas hat mich geblendet. Gut, so viel zu denen. Nee, das bedeutet ja nur, dass mich Gegner sehen. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier Software-Embleme wären, könnte ich es hiermit ganz gut sehen. Da lag eins meiner Magazine. Hier liegen eine ganze Menge Magazine. Aber warum eigentlich? Die können einem doch nicht mehr ausgehen. Weg mit euch! Ich glaube, hier werden unendlich viel kommen. Für die Emblemlage würde ich sagen, ist das hier perfekt. Ah, wo sind sie noch? Ich weiß, dass hier noch welche sind. Wenn ich reingehe, bin ich bei Chico. Da sind keine. Weil ich mich dort weiter genau umgesehen habe. Also ich vermute, dass hier welche sind, weil die hier in der Cutscene langgelaufen sind. Es wäre für mich nur logisch. Irgendwie zu vermuten, dass hier welche sind. Ich jag das einfach mal hoch. Vielleicht ist ja eins da drunter, wer weiß. Niemand wird verschont. So viel zum Kaktus. Da liegt doch eins. Das wird nun nicht so leicht sein, Kars. Wenn hier andauernd Verstärkung kommt. Die Frage ist von wo? Ach? Das gibt's doch nicht. Stirb doch! Wow, die Wand schützt offenbar sehr gut. Nicht nur vor Kugeln. Solange ich hier drin bin, kann ich definitiv nicht auf einen grünen Zweig kommen. Genau deswegen will ich ja jetzt weg. Entweder das oder ich sterbe und alles wird resettet. Aber ich weiß ja nicht, ob ich das Emblem noch habe, aber ich weiß nicht, wo es ist. Oh, was ist mit dir los? Du bist ein bisschen am Rumflitzen, ne? Meine Munition wird langsam erschöpft.
Ich werde mich jetzt auf diesem Haus in Position legen. Was? Danke? Hui, das ging gut. Na, komm. Dann will ich nur noch dieses Flugfeld ausprobieren, wo ich war. Aber ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo die letzten beiden dann wären. Wenn ich dort eins finden sollte. Das wird eine super Herausforderung noch. Und dieser Part hier ist so gut wie vorbei. Vielleicht unten bei Pass im Tunnel? Wer weiß. Generell in der inneren Basis vermute ich noch was. Und da muss ich immer noch mit Chico reden. Aber ich komme ja nicht auf einen grünen Zweig mit den Leuten hier. Die lassen sich nicht mit sich reden. Ich gehe jetzt einfach hier zum Landeplatz da. Okay, einen habe ich da. Entweder sterbe ich oder es wird was. Ist hier ein Emblem? Auf jeden Fall der schnelle Tod. Gut, dann würde ich sagen, für diesen Part war es das. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte um Kommentare. Dragline ist soweit over and out. Tschüss.